deutlich einfacher zu handeln. Ich erwarte mal für nächstes Jahr. Ja. Da reden wir dann nochmal drüber. Hurra, hurra, Husaren, wir reiten durch der Wind. Na also, klappt doch noch. Wunderbar. Ich grüße dich, Frank. Grüß dich. Aufgeregt? Bisschen, wie immer. Ausverkauft? Ja. Na, sogar beide? Die erste nicht ganz, fast, aber die zweite auf jeden Fall. Und tags drauf, die Kindersitzung war auch gerammelte voll gewesen. Also im Moment haben wir einen guten Lauf. Was erwartet die Gäste heute? Ja, die Gäste erwartet heute natürlich 100% Husarenpower. Das heißt, wir stemmen unser Programm 100% nur mit Aktiven der Gülser Husaren. Oh. Wir haben eigene Tanzgruppen, eigene Redner, eine eigene Gesangsgruppe. Also von daher sind wir froh, dass wir das machen können. Und hoffen, dass wir das natürlich auch die nächsten Jahre weiter so hinkriegen werden. Heute gibt es ein besonderes Protokoll, das gab es bei der ersten Vorführung auch schon. Wer macht das? Das macht unser langjähriger Protokoller und AKK-Ehrenpräsident, der Franz Josef Möhlich. Und das zusammen mit dem Schengel. Wer ihn nicht kennt, den Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, David Langner, der ist seit letzter Woche sozusagen Neuredner der Gülser Husaren, ist auch schon Mitglied bei uns, Ehrenmitglied bei uns und von daher auch da 100% Husarenpower. Na, dann freuen wir uns auf einen tollen Abend und danke dir. Gerne. Bis später. Freu dich. Josef Oster, ich grüße Sie. Ja, guten Abend. Wieder mittendrin, Volksnähe. Ja, so ist das, so ist das. Gehört ja, sich. Das. Nicht macht nur bei Spaß, den Großen, ne? Sondern auch mal bei den Kleineren zwischendrin, nicht wahr? Ja, ich mache sozusagen ganz viele Termine. Der Karneval ist ja ganz breit aufgestellt in meinem Wahlkreis. In Koblenz ganz stark, aber auch in den anderen Teilen, Lahnstein und Müllheim-Kärlich. Also ich habe da ganz, ganz großes Einsatzgebiet. Und das hier ist ja für mich ein Heimspiel. Ich habe jetzt ein paar Meter von hier. Ist nach Hause, also das ist heute mal ein richtig schöner, gemütlicher Abend. Ein Genussabend. Ja. Wir hätten letztens mit Ihnen auch einen Genussabend gehabt beim DRK, aber da die Dienstpflicht bis 13:30 ging es. Ja, also eine Stadtratssitzung, die 10,5 Stunden dauert, das ist dann schon was Besonderes. Ne? Also muss man nicht so oft haben. Waren Sie denn mit gewissen Entscheidungen zufrieden? Ja, das war eine schwierige Entscheidung, die wir da zu treffen hatten. Also von daher war das schon gerechtfertigt, dass wir ein bisschen länger diskutiert haben. Aber es gab auch ein paar Entscheidungen, die hätte ich nicht gebraucht. Also die Clemensstraße zu sperren ist totaler Unsinn, aber nun gut. Ja. Dann freuen wir uns mit dem nächsten auf das DRK, was wir bald mit Ihnen ja, machen werden. Das lohnt Fall, sich. Auf jeden Fall. Eine sehr förderungswürdige Sache. Dann machen wir. Bis dann. Jetzt fallen wir erstmal fassen. Ja? Jawohl. Danke. Wir sehen uns. Franz Josef. Ja, Olau. Ohne Lachen alles umsonst. Ja. Das Lebensmotto bleibt bei dir. Ja klar, wenn ich nicht mehr lache, bin ich weg vom Fenster. Also von der Seite alles gut, ich lache, ich habe Spaß, ich habe Freude. Das Leben könnte eigentlich an so einem Abend nicht schöner sein. Kriegen die da unten heute den Spiegel vorgehalten? Ja, mal gucken, wie groß er ist. Ein Spiegel auf jeden Fall. Mal sehen, ob der Quadratmeter groß wird oder 10 Quadratmeter. Das sehen wir mal. Du kriegst Unterstützung, habe ich gehört, der Schengel kommt dazu. Ja, so wird es wohl sein. Das gab es ja schon mal, von daher wissen wir das. Der OB ist so nett, den Schengel zu machen mit dir zusammen. Hat gut geklappt das letzte Mal. Hm? Ja, macht auch Spaß. Das war ja so eine Idee nach der Intro. Habe ihn angesprochen, habe gesagt, mein Gott, nee, komm, lass uns das zusammen machen. Du packst den Lokalkolorit Stadtrat, besser als er kann es keiner beschreiben, die ganze Situation. Und ich nehme halt eben mal die große Politik auf Korn und hinterher noch einen Ortsbereich. Und dann ist alles gut. Die Gratwanderung ist gar nicht so einfach, dass man bei dem, was in der Welt los ist, das Ganze noch humoristisch gestaltet, oder?
Ja, die sind ja auf der Welt schon wieder so verrückt, dass man im Grunde ja nur die Wahrheit erzählen müsste. Aber ja, du hast recht, es ist schwierig, die Klarheit ein bisschen spaßig rüberzubringen. Also passiert im Moment so viel, was neben der Spur läuft. Und ich denke einfach, wir sollten uns mal wieder auf das Normale besinnen. Wir als normale Menschen und sollten einfach mal wieder positiv sein, Spaß haben, Spaß an der Freude, Spaß am Leben. Dem anderen positiv begegnen, mal wieder miteinander reden, wie wir das früher getan haben. Dann geht es uns, glaube ich, besser. Ihr in der AKK habt in den letzten Jahren etwas bewirkt, was jetzt sehr zu erkennen ist. Ringsherum ausverkauft, 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 hier ausverkauft, Trockensitzung, Gelbrot, alles knallevoll. Ja. Die richtigen Weichen gestellt, ha? Ja, aber ich denke mal, das ist nicht allein von AKK-Seite. Die AKK ist sicherlich diejenige, die den großen Luftballon in Koblenz aufbläst mit den Leuchtturmveranstaltungen. Aber die Vereine, die wach sind, die clever sind, die erkennen, wo sie Fehler machen, ernten im Grunde den Erfolg, den sie brauchen und den sie auch verdient haben. Das sind nicht alle, das wissen wir ganz genau, aber die auf einem guten Weg sind, haben dieselben Erfolg. Man hat vor allem gemerkt, das Umfeld registriert wieder. Du kannst nach Koblenz fahren, da kriegst du guten Karneval geboten. Ja, du kriegst ja hier in Koblenz Karneval geboten mit Herz. Hier sind ja wirklich keine Profis unterwegs, hier sind Amateure unterwegs, die Karneval mit dem Herz machen, die Spaß an der Freude haben. Und das Herz ist in Koblenz groß geschrieben. Weißt du selbst aus eigener Erfahrung, wie viel hier mit Spaß und Freude dabei ist. Das Publikum geht mit und das Publikum hilft den Aktiven, auch den jungen Aktiven, dem Nachwuchs. Zieht die mit, zieht die durch und sagt, Jung, mach weiter, Mädchen, mach weiter. Du bist auf einem guten Weg und das braucht man. Das gibt es woanders nicht so. In diesem Sinne, der Koblenzer Karneval ist wieder was wert. Das war er schon immer, aber er ist im Kommen. Und in diesem Sinne, Olau. Ja, Olau, euch einen schönen Abend. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Apropos Klimawandel, den Trump, den interessiert das nicht. Er macht bei diesem Thema einfach dicht. Er entfacht lieber einen Krieg im Syrerland und behauptet nach Gesprächen ganz galant, dass er der Friedensbringer wäre. Was sitzt diesem Typ im Hirn? Nur quer. Trump macht wahrlich, was er denkt. Keine Ahnung, wer seinen Gedanken lenkt. Hat Trump die Tragweite seiner Schachpartie im Iran erkannt? Oder wurde er hier durch den niedere Instinkte übermannt? Die US-politische Mehrheit steht hinter dem Mann, das Verfahren gehe ihm es vorbei, was ich nicht verstehen kann. Ich habe Angst vor den Irren der großen Politik, denn sie drehen uns und nicht sich selbst den Strick. Kann die Großpolitik nicht aufhören zu streiten auf alle möglichen Stufen und stattdessen gemeinsam mit uns all der erste Weltfriede ausrufen, dann würden uns all die gerne mit zwei bösen Leben stehen, von jetzt auf gleich noch viel besser gehen. Und hier bei uns wieder. Heute kenne ich Ihre Rolle. Ja. Sie sind der Schengel. Jawohl. Ich habe es mir gemerkt. Gut. Heute zweites Mal zusammen mit Franz Josef Möhlich. Dritte Mal, ehrlicherweise. Dritte Mal ja, sogar? Ja, genau. Meine Güte. Wir haben das schon mit Norschem, haben wir das jetzt gestern Abend auch mal gemacht. Aber harmoniert sehr gut. Wie ist die Idee entstanden? Das war der Franz Josef. Der hat ja einen tollen Vortrag gemacht mit dem Protokoll, auch bei der Intro. Und ich habe dann bei einem Bitburger Empfang ja was Ähnliches gemacht. Da hat er gesagt, lass uns das doch zusammenbringen. Sie scheinen sich in der Rolle sehr wohl zu fühlen. Ja, das macht Spaß, so ein bisschen mal frech sein zu dürfen und mal das zu sagen, was man vielleicht manchmal so denkt. Ein bisschen zu übertreiben natürlich auch. Das macht Spaß, ja. Ist eine Gratwanderung oder funktioniert das sehr gut? Es ist am Ende eine Gratwanderung, weil zu sehr auf den Putz darf man ja auch nicht hauen. Es ist zwar Karneval, aber nicht immer verstehen das alle. Sonst muss man sich, wenn man die Krawatte wieder anhat, wieder rechtfertigen. So ist es, genau. Dann wünschen wir einen schönen Abend und freuen uns sehr auf das Protokoll. Danke, danke. Viel Spaß. Danke. Es wird wärmer in der Stadt und im Winter nie mehr glatt. Die Fleischesser sind Idioten, Plastiktüten wären verboten. Doch Kinder gibt es wieder mehr, denn Gummis haben's nun sehr schwer. Der neue Trend heißt einfach Jute, für den Einkauf, für die Route.
hier haben wir den ersten Vorsitzenden. Ich grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Was schön, dass ich dich jetzt da frage, das kannst du ja wissen. Wie kommt es, dass dein Gesicht sozusagen in jedem Video, ZDF, RTL, überall erscheint von der Seite dein Gesicht? Jetzt erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Das ist eigentlich ein ganz blöder Zufall gewesen. Wir waren auf dem Bittempfang im Café Hahn, standen unten in der Menge. Dann haben sich einige Leute auf der Treppe aufgestellt, um ein Foto zu machen. Da hat meine Ex-Konfluencia Heike, deren Adjutant ich war, also macht man, was seine Ex-Konfluencia sagt, gesagt, geh da hoch, da fehlen die Husaren. Da bin ich ganz normal über die Bühne hoch. Die Leiermöhnen haben mir noch geholfen, auf die Bühne zu gehen. Hab mich dabei gestellt, hab ein nettes Gesicht gemacht. Und am nächsten Mittag hieß es dann Skandal. Ein Gülser auf dem Kartäuser-Bild, der da gar nicht drauf hingehört. Ich hätte gern das Gesicht vom Olli Schupp gesehen, wie er mir das die Bilder gesichtet hat und mich darauf entdeckt hat. Ja, und daraus ist dann ein Running Gag entstanden. Mittlerweile heißt es, wo ist der Gülser? Meine Kollegen helfen mir sehr gerne dabei, auch noch mehr Bilder zu crashen. Und das ist irgendwie der Running Gag der Session. Selbst das Next habt ihr gecrashed. Ja, das beim Sternewirt ist dein Gesicht auch von der Seite dann reingewandert. Wobei, das war ja der Olli Schupp. Ja, das stimmt. Der macht sich da einen netten Witz. Sternewirt das Ganze noch auf die Spitze getrieben und hatte auf einer Stange ein Gesicht von mir, was er in jedes Bild gehalten hat. Also ich finde, ein Gülser auf jedem Bild, das kann nicht schaden. Nö. Wir freuen uns zusammen auf einen tollen Abend. Ja? Wertet jedes Bild eindeutig auf. Das danke. Ich auch. Danke. Euch auch einen schönen Abend. Tschüss. Dann, tschüss. Letztens hat meine Lehrerin mich gefragt, wie denn mein Wochenende so war. Da habe ich gesagt, na wie schon? Hell, dunkel, Montag. Meine Schwester, die ist ja auch ein bisschen verrückt. Letztens habe ich sie gesehen, wie sie ihren Teddy in den Gefrierschrank gelegt hat. Da habe ich sie gefragt, was das denn soll. Da meinte die, ich will aus dem einen Eisbären machen. Da habe ich gesagt, immer, wenn du etwas Intelligentes sagst, wird irgendwo ein Einhorn geboren. Da meinte die, es gibt doch gar keine Einhörner. Da habe ich, merkst du was?